gut. So, wir haben die erste Chance. Leverkenia und Wegen stehen im Freistoß bereit vor der Eckfahne. Den zieht Wegen auf die kurze Ecke. Gar nicht schlecht. Und wo wir bei Ecke sind, gibt es dann auch die erste für den KFC. Ja, Johannes Kulcha hat aufgepasst am kurzen Pfosten. 4,5 gespielten Minuten, wobei man das so nicht so richtig sagen kann, denn gespielt wurde hier noch nicht so viel durch die Verletzungsunterbrechung von Kenia, während Odenthal jetzt wieder erstmal auf der Bank Platz nehmen darf. Wegen mit der nächsten Ecke flach an den Fünfer, Rizzo mit der Hacke und auf der Linie. Tor! Nein, zählt er! Ja! Endlich mal! Macht Rizzo sein Tor! Der war hinter der Linie, nicht auf der Linie gestoppt. Rizzo mit der Hacke zum 1:0. Ecke auf dem kurzen Pfosten, halb hochgezogen. Gar nicht so gut das Ganze von Kevin Wegen. Und Rizzo macht das artistisch mit dem Rücken zum Tor. Legt er den Ball mit der Hacke auf dem kurzen Pfosten. Zum 1:0 für den KFC in der 5. Minute. Ungenau für Terada, Düsseldorf wieder in Ballbesitz. Ja, jetzt immer häufiger und immer länger. Dann haben wir wieder das Schein. Ayas, der schießt einfach mal. Hat er sich schön den Ball runtergeholt, durchgesetzt, Richtung Strafraum gezogen und dann vom linken Strafraumeck auf die kurze Ecke gezogen. Und da muss Robin O'Day. Ja, besser kann man es noch nicht sagen. Langer Ball jetzt wieder. Da muss Rauma hin und den kann er nur nach oben köpfen. Und dann holt sich Ayas die Kugel. Der ist mir zu gefährlich. Riesenchance für Turo. Tor 1:1. Ich sag's doch. Wir pennen ein wenig die letzten 5 Minuten und gehen mit einem richtigen Zweikampf. Scheint entschlossen. Schnell ausgeführt. An die 16er Kante. Terada liegt ab für Kenia. Jetzt kommt der Ball ganz nach rechts außen. Lipinski ist da direkt. Boah! Was für ein Traumtor! Ganz, ganz spitzer Winkel mit dem Außenriss drauf. Hatte und der Schiedsrichter es nicht mitbekommen hat. Wir haben Ewigkeiten noch weitergespielt, bis er irgendwann gemerkt hat, dass die Fahne oben ist. Okay. Hat er jetzt gerade schneller geschaltet. Deswegen eben die Diskussion, warum haben die denn kein Headset? Genau. Okay. Jetzt mal eine schöne Balleroberung von Funk und Lipinski legt den Ball Terada in den Lauf. Ah, kommt er nicht ganz ran. Oh, Zweikampf! Dann verliert sein Gegenspieler im Strafraum den Ball querpass zum Boden. Oh! Und der schießt ihn nicht ins Tor! Was schiebt der den? Das gibt's nicht. Es steht wieder alleine vorm Tor und schiebt ihn. Kadjata holt die Kugel für den KFC, nimmt Beric mit. Der sieht an der Außenlinie Lipinski. Der zieht jetzt mal nach innen, Mitte der Toro-Hälfte. Dann Doppelpass mit einem Gegenspieler. Rübergelegt auf Beric, steht auch vorm Tor. Rechts oben in den Winkel. Und der Torhüter der Düsseldorfer ist auch nicht der Beste, muss man mal sagen. Ne, das kurze Eck war da relativ frei, aber das macht dann Bedic auch gut, dass er den auch wirklich zwischen Torwart und Pfosten legt und nicht am Gegenspieler vorbei. Nicht so intelligent, Ball ist wieder weg. Der Toro versucht hier hinten rauszuspielen. Er fällt aber einfach hin, das hat der Schiedsrichter gut gesehen. Da stolpert der gute Williams einfach. Und bei Besitz für Kenia, zu 30 Meter vorm Tor, schießt! Tor! Links oben in den Winkel! Trockenes Was Ding! Was für ein schönes Ding! Der Torhüter bewegt sich gar nicht! 4:1 für den KFC! Durch ein... Boah, hier fällt ja mal... Das ist ein kleiner Tipp. Man kann ja heutzutage Handywecker ja auch durchaus da ein bisschen... Ja, ich stelle euch gerne den Dörfler zur Verfügung als Wecker. Oh, Fehler von Kadjata.
am Strafraum den Ball vertändelt. Super Tor vom besten Mann von Toro Düsseldorf. 2:4 nur noch durch Shine Ayas. Der sieht, dass Lutek ein wenig weit vom Tor steht und hebt ihn über ihn. Ebenfalls in den Winkel. Also schöne Tore fallen hier. En masse. Ja, bei dem Spielstand kann ich doch auch gönnen. Ja, das gönne ich dir. Was ich gerade nicht ganz verstanden habe, war der Tore.